PSN-Code kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt Energie-Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Zurück zu einem neuen Squad-Builder-Battle mit mir, dem Benji, eurem aktivsten Squad-Builder-Battler. Und dazu heute habe ich mal wieder was Neues, eine kleine, was lange nicht mehr im Start war, auf dem Kanal zurückgebracht. Ich glaube, das letzte Mal war United World Cup gegen Julius. Heute haben wir Julian am Start. Servus, ja, erstes Mal, dass wir was zusammen aufnehmen tatsächlich. Ja. Und da haben wir uns auch einen richtig guten Spieler für gesucht, beziehungsweise ja, Mann, deine Abonnenten, ne? Ich habe auf Twitter gepostet, Freunde. Schreibt mir unter dem Post Spieler, die wir für Squad Builder Battle benutzen sollen. Und hab dabei irgendwie nicht bedacht, dass ihr seid und wir jetzt ihn haben. Hallo Sandro Wagner. Ja, Weltklasse-Typ auf jeden Fall. In der Champions League-Version noch beim FC Bayern. Ich weiß nicht, ist der jetzt eigentlich gewechselt? Ja, glaub schon, ja. Glaub, also irgendwo nach China oder so. Oder ja, wechseln. Aber jetzt hat er halt auch endlich seinen verdienten Verdienst, den er sich verdient hat. Ja, kann man so sagen. Wir machen natürlich bei FGU auch was am Aufnehmen. Bei First Guy mit Wants-to-Watch-Packs und so weiter und so fort. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung drin, Freunde. Kommt auch heute online, oder? Ja, kommt auch heute online, wann auch immer das dann ist. Ich hab das gar nicht mehr im Kopf, aber... Abfahrt Erna, Freunde. Dann gehen wir rein in die ersten Spieler. Beide 4-3-3. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Du legst los. Okay, ich habe mir für den linken Flügel den momentan ziemlich aufgedrehten Gnabry geholt. Der ist ja richtig on fire im Real Life gerade. Ich habe leider nicht die SBC... Gegen Hertha auch, ja. Ja, stimmt. Ich habe leider nicht die SBC-Version, sondern nur die Champions League-Version, aber ist bestimmt auch nicht schlecht. Und auf dem rechten Flügel dann, weil das ist ja ein Perfect Link, habe ich einen Spieler aus einer ganz anderen Liga, und zwar Mbappé aus der Ligue 1. Gott, ich habe aufgeschrieben Serge Gnabry und Bittencourt. Oh, es war so offensichtlich. Aber weißt du, warum ich den linken Flügel Gnabry geholt habe? Weil Bayern da auch einen Bronze-LF hat, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt eh einen Torhüter da hinstellen, ne? Ja, ich muss direkt den Torwart mitnehmen, auf jeden Fall. Ja. Schade, ja, dann hau mal deine Spieler rein. Gut, dann mache ich meine Spieler rein. Ja. Ich starte mit dem rechten Flügel. Dort hätte ich gerne, ich fasse es selbst nicht, dass ich ihn nehme, aber ich starte direkt mit der Icon. Und zwar Makelele. Ja, das ist ein richtig guter rechter Flügelspieler, würde ich sagen, mit den Two-Star-Skills und, Three-Star-Skills. Ja. Er hat, drei Scheine, drei Sterne, immerhin. Okay, immerhin. Und, links hätte ich gerne Bittencourt. Ach, Mann, nee, habe ich auch nicht. Davis und Sancho waren bei mir aufgeschrieben, beide Future Stars. Sehr schön. Eieiei, Alter, der Makelele, der wird mir da vorne nicht viel Spaß machen, aber ich hab ihn drin. So, wir sind da, wo wir sein wollten, und zwar im Mittelfeld. Ich halte rein bei dir. Okay, im Mittelfeld habe ich drei Franzosen. Ich hoffe, du nicht. Einmal Kondogbia in der Europa-League-Version, in der Mitte dann Coquelin und rechts Martin in Form aus der Ligue 1 für den Link für Mbappé. Ich habe aufgeschrieben Petit, französischer Icon. Sehr gut. Emre Can und Khedira. Ah, nice. Ich dachte, du machst so ein bisschen tricky und machst dann trotzdem Deutschland weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was du hast. Bei dir konnte man es auch überhaupt gar nicht sagen. Ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Ich sag einfach mal, also, rechter ZM. Dort spiele ich eine sehr, sehr geile, geupgradete Footmiss-Kanne, und zwar Lucas Torre. Da ist ja Lukas? Lukas Torreira. Ja, genau. Dann im ZM spiele ich eine Wants-to-Watch-Karte. Und zwar Dennis Suarez. Und links daneben spiele ich Champions League-Karte Ander Herrera. Ja, also ich habe drei Arsenal-Spieler auf dem Zettel gehabt. Oh, was? Was zur Hölle? Und einer davon ist natürlich Torreira. Die Footmiss-Karte habe ich mir auch. Wie kann das denn sein? Ich hätte ja jeden nehmen können. Ja, krass. Aber die beiden anderen darfst du behalten. Die Karte ist so geil. Ja, die ist richtig heftig. Ja, stellst du mir einen Torwart rein oder stellst du mir einen Torwart rein? Stell dir einen Torwart rein, ja. Das war die Hoffnung in meinem Mittelfeld. Der Rest ist halt scheiße. So,
Dann, ja, ich halte mal rein und bin gespannt, ob ich 0 von 0 treffen werde. Ja, also ich kann ja eigentlich jeden nehmen, das hast du eben auch schon bemerkt. Ja. Auf der Linksverteidigerposition habe ich aber trotzdem einen Strong-Link nochmal für Kondogbia. Und zwar Lucas Hernandez, der künftige Bayern-Spieler. Und... Bist du Bayern? Ja, ich glaube schon, oder? Und dann Rechtsverteidiger, ein Future-Star, und zwar Calabria aus der Serie A. Ich habe wirklich nochmal nachgedacht, soll ich Felipe Luis oder... Hernandez nehmen. Ich habe natürlich Felipe Luis aufgeschrieben. Nice. Und Rechtsverteidiger habe ich mich für Dani Alves entschieden. Ich dachte, du machst ein bisschen Brasiliansko, Brasil in der Mitte. Kacke. Habe ich zum Glück nicht gemacht. Ja, bin ich mal gespannt, was du hast. Ja, Linksverteidiger. Oh, ich, mir ahnt Böses wirklich. Es ist aber ein Spanier, Marcos Alonso. Und Rechtsverteidiger hätte ich gerne. Ich habe ja eigentlich rechts den Dingsbums gehabt. Hier, Torreira. Mhm. Wie hätte er eine Fahrradkette? Ich weiß, aber ich wollte hinstellen. Der heißt Gaston Pereira. Nee, lol. Nein, lol. Ich will einen Pereira haben, aber ich finde ihn nicht. Ist der von Porto, kann es sein? Ja, genau. Ja, hab beides nicht. Okay. Und zwar habe ich gedacht, dass du zwei Spanier nimmst. Einmal Grimaldo und... rechts De Marcos. Dass du da so Uruguay-mäßig unterwegs bist, hätte ich jetzt nicht vermutet. Dann haben wir beide und jetzt kommt das letzte magische Dreieck. Alles Klärchen, Popärchen. Ich halt rein. Ich habe zwei argentinische Innenverteidiger. Einmal Mercado und Musaccio vom AC Mailand für den Stromlink für Calabria. Und dementsprechend dann auch einen argentinischen Torhüter, Benitez, second in form aus der französischen Liga. Das ist doch der 84er Innenverteidiger, Torwart in form, ne? Ich habe aber Desailly, Iso und Kotzigli, Mann! Boah, Alter, das hat sich echt gerade richtig böse angehört bei dir. Scheiße! Also, ich starte mal mit der linken Seite in der Innenverteidigung. Da habe ich Innenverteidiger in Form Fabinho. Wow, okay. Dazu in der rechten Innenverteidigung, den könntest du echt jetzt haben. Und zwar heißt er Felipe und im Tor habe ich Neto. Nee, leider nicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, lade ich dich ein und wir gehen rein ins Spielchen. Abfahrt. So! Ja, sehr viel Blau bei dir. Here we go. Ja gut, du hast auch drei. Ich meine, ein bisschen was kann der auch, aber... Ich glaube, Wagen hat aber nur zwei Sterne, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh. Ah, das war Kandopia, ne? Okay, nee. Oh. Ach, war das wieder dein Keeper, oder? Nee, das war Bittencourt. Ach du Scheiße. Ich überlege jetzt aktuell, meine Schmuckbieren halt zu verkaufen. Echt? Einfach weil... Millionen halt. Oh. Sandro, Junge! Oh. Was für... Ist der Linksfuß? Glaub nicht, ich, nee. Dass ich wüsste, oder? Nee. Ah, das war Ander Herrera, Sandro, alles klar. Gar nicht, Junge. Hier ist echt Mittelfeld. Komm, jetzt Wagner in die Mitte. Wagner mit dem Kopf! Nein! Und da ist das Ding. Da hätte ich mal früher auf die Idee kommen können. Scheiße. Das hat er aber stark gemacht. Ach, so richtig noobig über Flanken, ey. Eigentlich gar nicht mein Spielstil. Also so schlecht spielt Makelele gar nicht irgendwie. Der spielt sich irgendwie gar nicht mal so dribbelschwach. Das ist klein im Bett, ne? Komm, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Hör mir auf! Nein! Das gibt's doch nicht! Das ist zu einfach gerade. Oh Mann. Der springt aber auch nicht hoch! Ja, der Kondogbia ist aber immer das war. Monster. Ja, gut. Oh Mann, ich fühle mich so schlecht gerade. Zwei Flanken. Ah, nee, das ist dieser scheiß Pereira-Bastard da außen. Oh Mann. Ah, da haben wir dann. Ja, wir gehen in die Halbzeit. Halbzeit, ja. Alter. An sich, ja. Also, effizient bin ich. Der macht dir so viel kaputt, das ist Weltklasse. Oh, Flanke. Sandro, warum bist du nicht in der Mitte, Junge? Ich kann einfach nicht flanken. Bei mir ist der Stürmer nie da, wo ich hinflanke. Mbappé. Oh, war das abseits? Ja. Ja. Das war richtig schlecht. Komm, Wagner. Mach den Ausfallschritt von selbst, Mann. Ah, nee, das war doch ein Tor, ja. Sandro, Junge, jetzt mach doch mal was. Brauchst du eine richtige Halbzeitansage oder was? Brauchst du mehr Geld? Erzähl mir. Ich glaube, er will mehr Geld. Ja, bei dir spielt der sogar. Bei mir ist der hier not available in your country. Uff. Oh, ja, Sandro! Krass, also. Der hält gut, ja. Kondogbia, ja. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du kurz spielst. Oh, geht da noch was? Da ist es durch. Komm schon, ein noch! Ja. Das war's.
Joa. GG. GG. Danke. Aber war klar, dass ich mit Sandro Wagner kein Joshi so freue. Ich weiß nicht, was ihr euch bei diesem Squad-Builder-Battle erwartet habt, außer wieder eine Alken-Discard jetzt am Ende des Tages. Gut, ich habe umgestellt. Okay. Gut, dann. Mach mal deinen Job. Zwei Picks. Okay. Gleiche Formation wie ich. Ja. Es gibt so ein paar Positionen in den 4-3-3-Formationen, die haben schon so eine Geschichte, was das Abstoßen angeht. Also bei uns ist es definitiv der linke ZM, aber den will ich bei dir nicht. Sondern den rechten Flügel tatsächlich. Sandro Wagner! Jawoll! Das passiert so oft, dass ich irgendwie genau den Spieler treffe, über den man es davor noch hatte. Das, ja, freut mich sogar für dich jetzt. Jetzt hast du noch einen. Aber jetzt würde ich dir schon gern auch noch ein bisschen was wert ist, weghauen. Und zwar den Torhüter. Das ist Once to Watch Dennis Suarez. Das ist in Ordnung. Linker ZM war tatsächlich der Torwart, weil ZM sitzt so, die Außen ZM sitzt so in Position, die nimmt man gerne mal, dachte ich mir schon. Ja, oh Mann. Wow, Freunde! Das ist unglaublich! Ich habe keine Icon oder 300k-Spieler discarded. Wow! Das solltest du öfter mal mit uns aufnehmen. Ja, Leute, das war's mit der Episode. Wenn es euch gefallen hat, bewertet auf jeden Fall das Video. Allein für den Sandro Wagner Discard können wir auf jeden Fall mal hier die Likes draufballern. Checkt die Episode bei den FGU-Jungs aus. Ich mit Julian, wir haben da noch was aufgenommen. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du am Start warst, Julian. Gerne, hat mich gefreut. Und es war, ein Tor ohne, ein Spiel ohne Tor von Wagner ist ein gutes Spiel für mich. Also zumindest auf meiner Seite. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut da rein. Tschüssikowski. Ciao.